Die Wirtschaft steckt in der Krise und Airbus legt den Grundstein für eine neue Flugzeugmontagehalle. Hier im südfranzösischen Toulouse sollen Rumpf und Tragflächen der Langstreckenmaschinen A350 XWB zusammengebaut werden. Der Start der Endfertigung hier und heute belegt unser Vertrauen in die Zukunft der Luftfahrtindustrie. Und dieses Vertrauen reicht weit über den aktuellen wirtschaftlichen Abschwung hinaus. Beim A350 will Airbus milliardenschwere Pannen vermeiden, wie es sie beim Großraumjet A380 gegeben hat. Diesmal sieht sich das Unternehmen im Zeitplan. Um es klar zu sagen, vor allem das A380-Programm hat uns einige harte Lektionen erteilt. Vor allem was die Integration angeht, die wir in diesem Unternehmen in allen wesentlichen Bereichen brauchen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Bis zu 350 Passagiere soll der A350 befördern können. Ausgeliefert werden soll die Maschine 2013, 3 Jahre nach dem Dreamliner des Erzrivalen Boeing aus den USA. 478 Bestellungen liegen Airbus bereits vor.